ich diese Beute kriege, Allah, ya Rasulallah, ma bai'atuka illa an usabuha huna. Damit ich ein Pfeil hinkriege, als Shahid sterbe. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba, لو صدق الله سوف يصدقه. Das heißt, wenn er das wahr sagt, er wird es auch kriegen. Nächste Krieg teilgenommen und gleiche Platz, wo er gezeigt hat, hat er auch einen Pfeil gekriegt. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقه الله. Das heißt, der war richtig mit Ikhlas das, deshalb hat er auch das bekommen. Ja? Okay. Weiter. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben gesagt, wir haben diese Geschichte von Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, warum, weil als die vor dem Najashi waren, da kam auch Amr ibn al-As radiallahu anhu, der war immer noch beim Kufr und der hat mit al-Najashi eine gute Beziehung gehabt. Amr ibn al-As und al-Najashi. Und da hat er für Quraysh geredet, für Kuffar geredet. Da hat er gesagt, ja, die sind Erhabiten und das und das und das und das. Und dann Ja'far radiallahu anhu hat gesagt, Wallahi, لقد أرسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم zu dir, warum? Weil du die Gerechtigkeit hast. Deshalb sind wir bei dir. فَعْتِنَا حَقَّنَا. Gib uns auch unsere Rechte. Und dann sagt er, ja, sag, was ihr habt. Sag. Was hat er? Und schau mal, auch eine Sache. Du musst jemand, der Kafir ist, Islam zeigen, 10 Minuten, 5 Minuten. Was kommt in deinem Kopf? Was kannst du sagen? Und der muss auch überzeugt werden. 10 Minuten hast du Zeit. Da musst du richtig schlau sein. Ein guter Da'iya. Nicht einfach, ja, wir sind Muslime und wir kriegen Schläge und das und das. Ja, und der sagt, der Kalim sagt, ja, warum? Weil die Najashi war immer noch Christ. Das heißt, du musst richtig intelligent. Du hast nicht so viel Zeit, damit du auch jemand, der richtig auch Islam zeigen kannst. Und warum? Es geht um Qual, um Krieg, um Knast dahin. Und dann Ja'far radiallahu anhu, was hat er vorgelesen? Suratu Maryam. Suratu Maryam, warum? In Surat Maryam, Anfang von Surat Maryam, ist die Geschichte von Isa alayhi salam und auch Maryam und auch Yahya. Und das ist dieser Punkt zwischen uns Muslime und die Christen. Hat er vorgelesen und dann an Najashi, sein Mund ist auf. Was ist das? Und dann der hat auch Amr ibn al-As gesagt, ja, die Lügen, die sagen auch, dass Isa alayhi salam ist auch nur ein Prophet. Und da hat er wieder an Najashi diese Frage gestellt, was sagt ihr auch über Isa? Und dann hat ihm auch die gleiche Geschichte, auch was im Koran steht. Und dann Asmaha hat er gesagt, Wallahi, ich gebe euch diesen Männer nicht, egal was die mir gibt, die werden bei mir in Ruhe leben. Hatta yaqdi Allahu fihima. Und so ist auch Asmaha auch Muslim geworden. Aber Sache, dass Bilal Ali radiallahu anhu, der war auch dabei. Und in Surat al-Hasr, Allah hat auch die Muhajirin gelobt. Weil emma kommt al-Muhajirun, thumma al-Ansar. Das heißt, die Sahaba von Muhajirun, die haben so viele Sachen erlebt, die nicht die Ansar gelebt haben. Warum? Weil Muhajirun, die haben so viele Schwierigkeiten, Hunger und das und das. Als die dort angekommen sind bei Ansar, da haben sie auch geholfen, aber die Ansar haben nur so viele Probleme, also gekriegt. Okay? Surat al-Hasr Nummer 9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ.
Man hajar ilia, das heißt, die Ansar ist hier damit gemeint dahin. Und schau mal, subhanallah, als die Sahaba in Medina angekommen sind, meistens sie haben Fieber gekriegt. Schau mal, von Mekka, Medina, und richtig war das fast 500 Kilometer. Und wenn du da bist, dann kriegst du wieder Humma. Humma ist Fieber. Von denen ist auch Abu Bakr, radiallahu anhu, hat auch viele Fieber gekriegt. Und auch von denen ist auch Bilal, radiallahu anhu. Und Abu Bakr, der hat immer ein Gedicht gesagt. Ein Gedicht heißt, Kullu mri'in min musabbihin fi ahlihi. Das heißt, du bist zum Beispiel zwischen deiner Familie, aber der Tod ist näher als deine Schuhe. Hat er immer so Abu Bakr gesagt. Tod ist näher als deine An-Ni'al. Näher als deine Schuhe. Okay? Jetzt Bidayat al-Adhan. Wie ist Adhan angefangen? Oder wie ist Adhan gekommen? Ja? Hadithun. Oder habt ihr lange Weile jetzt? Fragen stellen. Dann mache ich okay. Dann lassen wir schon wieder Adhan. Nächster Punkt, inshallah. Oder machen wir, glaube ich, besser heute? Fertig, weil es gibt nicht so viel zu sagen. Und dann kann man immer noch. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أو ليس ينادي لها. Das heißt, als die Muslime in Medina waren, die wissen nicht genau, wie kann man die Brüder rufen. Und jeder hat eine Idee gesagt. Mach mal also Glocke, die Glocke, die machen die Christen, mach mal ein Horn, also das für die Juden, und mach mal auch also richtig Feuer, sagen wir zum Beispiel wie Eid al-Adha. Musst du Feuer anmachen. Anstrengend. Wo kannst du zum Beispiel? Das heißt hier, jede Zeit musst du 8 Euro bezahlen. Ne? Jede Zeit. Mit dem Haar. Aber das ist eine Sache von Allah, eine Ni'ma von Allah. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك. Das heißt, da haben auch diese Sitzungen auch gehabt. Wie kann man das machen? Nein. قال ابن إسحاق. Ibn Ishaq, wer ist Ibn Ishaq? السيرة. Die beste Sira ist von Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, und ihm gibt es auch seine Schüler Ibn Hisham. Ja? Aber die Quelle von Sira ist von Ibn Ishaq. Qala Ibn Ishaq. فَلَمَّا طَمَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْمَدِينَةِ Als er das in Medina kam, was hat er erstens gemacht? Moschee gebaut. Warum Moschee gebaut? Damit die Muslime auch sammeln, sich sammeln. Ja? In Masjidu, was? Masjidu Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nein. Masjidu Quba. Quba. Erste Moschee im Islam ist Masjidu Quba. Ist ein bisschen weit von Masjidu Rasulullah sallam, nicht so viel, aber sag mal 3-4 Kilometer in diese Richtung. Und wenn du dort jetzt machst, wenn du 2 Rakat dort machst,